Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Heute reagieren wir auf die letzte Single von OG Kimo mit dem Namen Siedlung. Das Album heißt Geist und ist jetzt draußen. Ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Songs von dem Album hören. Aber jetzt ziehen wir uns erstmal diese Single hier noch rein. Ja, ich würde sagen, let's go. Produziert wie immer von Funkvater Frank. Ich bin gespannt, was er macht. Klingt, als würden gleich sehr viel Heavy Bass reinkommen. Hochhaus, Wohnkomplex, Großraum, Pants voller Straps, Zahltag, Bitch, Zahltag. Magnum fragt, wo ist dein Cash? Hol's raus, Bitch, komm und zwing mich nicht dazu, die Show dazu zu zwingen. Blaue Scheine in einem Blut. Schöner Flow auf jeden Fall. Raum, Pants voller Straps. Hier, jetzt der Flow, der kommt. Zahltag, Bitch, Zahltag. Magnum fragt, wo ist dein Cash? Hol's raus, Bitch, komm und zwing mich nicht dazu, die Show dazu zu zwingen. Da überzieht er die Line halt so leicht. So, eigentlich passt das von den Silben her nicht mehr in die Line, also in den Takt. Aber er zieht das durch, so. Er zieht diesen Flow halt komplett durch, deswegen funktioniert es trotzdem. Das macht er öfters, auf Vorwort ist das besonders heftig. Blaue Scheine in einem Durag, Nigga, guck, ich renne, als wäre es ein Urinstinkt, ja. Mal. Ich renne, als wäre es ein was? Gibt's Lyrics? Gibt's Lyrics? Sieht nicht danach aus. Dann müssen wir wohl wieder auf Genius. So, mal gucken. Wo sind wir denn gerade? Guck, ich renne, als wäre es ein Urinstinkt. Achso, okay. Lederjacke wie Indiana Jones. Mein Vater redet mir täglich dieses Leben ab, aber ich sage, ich sterbe für mein Body. Und Nigga, ich trappe und schlafe erst spät. Häng in der Siedlung mit Schein und Leon. Erstes Young Jeezy Album aus dem Radiogerät. Fragt nach ihm für eine Nasen-OP. Hau, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks. Okay, also inhaltlich bisher nicht so viel. Hauptsächlich ziemlich viel Gangster-Geflexe im Endeffekt so. Aber Beat und Flow sind total geil. Also Reim habe ich bisher noch nicht so drauf geachtet, muss ich sagen, aber Beat und Flow passen auf jeden Fall sehr gut zusammen. Plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks, plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Schick mich in die Hölle. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es komplett inhaltslos ist, ne? Es detailliert halt so ein bisschen das Leben in dieser Siedlung, in diesem Block, in diesen Riesenhäusern, so, das detailliert halt so ein bisschen das Leben in dieser Gegend. 6 Blocks plus mein Block und kein Kopf in Sicht. Schick mich in die Hölle, Dicker, komm zurück und find sie nur in Trümmern vor. Nigga droht mir mit nem Schwinger, ich geb ihm 2 Ringerohren. Bitch, ihr seid nicht mal ne Gang, nein, ihr singt wie ein Kinderchor. Renne maskiert aus dem Heli-Store, hau denn ich bin über. Okay, halt stopp. Bitch, ihr seid nicht und find sie nur in Trümmern vor. Nigga droht mir mit nem Schwinger. Muss ich mir nochmal nachlesen, das war jetzt ein bisschen. Schick mich in die Hölle, Digga, komm zurück und find sie nur in Trümmern vor. Drum mit dem Schwinger, ich gebe ihm 2 Ringerohren. Meine Name, ist das ein Mike Tyson Reference? Okay. Ich gebe ihm 2 Ringerohren. Bitch, ihr seid nicht mal ne Gang, nein, ihr singt wie ein Kinderchor. Renne maskiert aus dem Heli-Store, hau denn ich bin überall. Guck, die einzige Türe, die ich niemals betreten kann, ist das Himmelstor. Pausenhof, schwarzes Handy und die Augen rot. Stimm den Penny, fick ein Hausverbot. Du willst hängen, komm und trau dich, schau, sag, du willst hängen, dann hör auf zu zittern, hau. Ich kann die Bitch in dir wittern, hau. Ich rufe Lauf, fick den Richter, denn ich bin ein 55227, Nigger, hau. Du weißt, ich komm aus der Siedlung. Okay, also zurück wieder in die Hook rein. Ich glaube nicht, dass wir hier viel verpasst haben, aber ja, das mit der Himmelstor war ganz nice. Stürm den Penny, fick ein Hausverbot. Du willst hängen, komm und trau dich hoch. Sag, du willst hängen, dann hör auf zu zittern. Was ist das? Ist das? Ich google das jetzt einfach mal, die Zahl. Weil mir langweilig ist. Was ist das? Mainz? Ist das eine Postleitzahl oder was? Okay, keine Ahnung. Kann mir
Ja, kann mir vielleicht jemand erklären, aber wie gesagt. Ja, parttechnisch muss ich sagen, war jetzt nichts, was mich lyrisch so krass begeistert hat. Ich muss auch sagen, lyrisch ist nicht viel über Vorwort, Trap und 216 hinausgekommen. Und der Zinnmann, bei Zinnmann weiß ich, habe ich länger nicht mehr gehört, den Song, muss ich sagen. Also müsste ich mir vielleicht nochmal anhören, irgendwie privat, aber ja, an sich lyrisch ist jetzt nicht so viel da, aber es passt halt einfach gut zusammen. Und es hat ziemlich harten Ami-Flavor auf jeden Fall. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Korb in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Korb in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Korb in Sicht. Dicker, ich bin in der Siedlung. 12 Stockwerke, 6 Blocks plus mein Block und kein Korb in Sicht. Interessant ist natürlich im Hintergrund die Distortion auf der Stimme. Also die Stimme ist gedoppelt und im Hintergrund die Stimme, die gedoppelt ist, die ist halt voll distorted irgendwie so. Also deutlich lauter als die Originalstimme, die eigentlich relativ ruhig ist. Oh, neuer Beat. Ich mag solche Beats total. Guck mich an, ich bin ein Kind aus der Siedlung. Ich bin ein Killer, nein, ich bin die Klinge. Hau, denk nicht, ich bin aus der Übung. Ich bin die Unterführung, wenn sie deine Leute aus Angst vor Problemen meiden, Nigger, ich bin die andere Gegend. Er sagte mir damals, er wollte als Junkie nicht leben und sprang aus dem 10. Hau, ich. Puh. Also, man muss sagen, die Beats von Funkvater Frank sind am geilsten eigentlich, wenn der so Soulful Production hat. So, die Trap-Beats sind gut, aber persönlich mag ich einfach die mehr Soulful oder Samples oder was auch. Ich mag die. Ich bin nicht so der Fan von Trap-Beats an sich, muss ich sagen. Deswegen diese fetten Bässe und Sub-Bässe, die ab und zu mal da reinkommen, die sind halt nicht so meins. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Es ist trotzdem gut, aber es ist halt nicht so das, was ich privat höre. Aber der Beat hier ist ganz geil eigentlich. Also man hat natürlich diesen, ich weiß nicht, was für, ob das elektronisch ist, was da im Hintergrund läuft, aber diese Melodie, die Beat-Melodie ist ganz nice und ja. Ich bin der Grund für deinen Angstschweiß, man weiß tot, wo ich herkomme. Die einen sind ertrunken im Brandwein, die anderen sind unten im Stammheim. Die einen Jungs lungern beim Amt und die anderen Jungs rennen noch vermummt in die Bank rein. Die einen waren stumm, aber der größte Teil von den Jungs hat gesungen in der Kanzlei. Ich bin die Kugel im Lauf, ich bin der Shooter und auch der blutet, guck, ich bin der Bruder im Bau. Ich bin der Lude, so wie die Hure, die ihn braucht. Ich bin das Bruder und der verkauft. Gibt's dafür Lyrics? Weil ich weiß, dass es nicht mehr. Okay, das hier ist ein Interlude, okay. Ich bin die Unterführung, die deine Leute aus Angst vor Problemen meiden. Ich bin die andere Gegend. Er sagte mir damals, er wollte als Junkie nicht leben und sprang aus dem 10. Okay, siehst du, das habe ich zum Beispiel verpasst. Das ist halt das Problem. Kimo rattert oft seinen Flow sehr schnell durch, ne? Und für Leute, die jetzt vielleicht nicht so schnell sind, ist das dann schwierig, so Lines zu finden. Vor allem, wenn du normalerweise, wenn du halt eine Line hast, die passt perfekt in den Takt. Dann hast du halt das Ding, dass du exakt weißt, wo die Line anfängt, wo die Line aufhört. Ne? Das heißt, du kannst klar, es ist einfacher, Punchlines zu erkennen, so den Text zu verstehen ist einfacher. Aber Kimo, der macht, also es ist gut, was er macht. Ne? Es ist nicht einfach, was er macht. Dieses mit dem Flow durchrattern und trotzdem noch Rhyme-Schemes haben, ist echt schwer. Aber das ist echt, ist halt schwieriger, dann Sachen manchmal zu hören. Ne? Vor allem, wenn der Satz so vor sich hinrattert und manchmal verschluckt er auch teilweise Sachen. Aber der Flow ist absolut krank, also es ist echt heavy. Also wie gesagt, die Line habe ich zum Beispiel komplett übersehen. Er wollte als Junkie nicht leben und sprang aus dem 10. Hier ist auch schön ein Internal Rhyme, ne? Also man hat hier, ich bin die andere Gegend, also Gegend auf Leben und 10. Und hier das Leben ist noch ein schöner Internal Rhyme auf jeden Fall. Die einen sind ertrunken im Branntwein, die anderen sind unten in Stammheim, die einen Jungs lungern beim Amt und die anderen Jungs rennen noch vermummt in die Bank rein. Okay. Ja, ich glaube, können jetzt weitermachen.
Kauf. Ich bin der User, der es raucht. Ich bin das eine Gramm Luger, zu viel in der Schublade. Was dir bei der Durchsuchung deine Zukunft verbaut. Ich bin fünf Niggas an die Wand stellen. Ich bin die Zugang in Handschellen. Ich bin das Blut an der Hand und ein Typ mit der Gun bei maskierten Besuchen in Zankstellen. Ich bin die neue Ära und die alte Schule. Heiße Küchen, aber kalte Duschen. Ich bin falsche Uhren, aber echte Heckler. Ich bin Kette, Schraubenzieher, Teppich, Messer, Treppenhäuser, Keller. Siehst du, genau das meine ich. Der rattert komplett durch ohne Pause. Zwischendurch lässt er ab und zu mal kleinere Pausen, aber es ist. Das ist alles Schnellgrab, da lässt er kaum Pausen durch. Ich bin das Puder und der es verkauft. Ich bin das 1 Gramm Nougat zu viel in der Schublade. Ist Nougat irgendein Synonym für Drogen? Ich kenne mich mit Drogen nicht aus, deswegen kann ich das, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin das 1 Gramm Nougat, ist ein Synonym für Drogen. Ja, aber es ist eigentlich ganz lustig. Ich bin das 1 Gramm Nougat zu viel in der Schublade, was dir bei der Durchsuchung deine Zukunft verbaut. Wozu referred eigentlich 55? So, weiß das irgendjemand? Ist das irgendwas im Gesetzbuch oder so? Ich meine, das gleiche hatten wir ja schon mit 216, ne? Ja. Also deswegen würde das auch Sinn machen, ne? Also diese ganzen Sachen hier, ich bin das 1 Gramm Nougat zu viel in der Schublade, was dir bei der Durchsuchung deine Zukunft verbaut. Ich bin 5 an die Wand stellen und bin die zu engen Hand stellen. Ich bin das Blut an der Hand und der Typ mit der Gun. Du maskiert einen Besuch. Oh, das ist eigentlich voll. Holy, was ist das für ein geiler Flow. Ich bin das Blut an der Hand und der Typ mit der Gun bei maskierten Besuchen in Tankstellen. Und davor hast du ja, ich bin 5 Leute an die Wand stellen, ich bin die zu engen Handstellen. Erstmal nice gereimt. Und dann hat er kurz dieses interne Rhyme-Scheme. Ich bin das Blut an der Hand und der Typ mit der Gun bei maskierten Besuchen in Tankstellen. Das ist so geil geflowt. Holy shit. Ecken, Schöpfen, Mäuer, Mecke, Levels, 906 und Hecke, Feuer, Niggas, Ducken, Niggas, Rennen, Niggas, Sterben, ich bin Schmerzen von gebrochenem Mütterherzen, ich bin nicht der Hirte, ich bin nicht die Herde, ich bin Metzger, Nigga, keine Rettung, ich bin die Vendetta, Nigga, ihr seid nicht die Ersten, die nicht 40 werden, ich bin Schöpfen, Nigga. Einen Geist kannst du nicht fangen. Puh, okay. Ja, hab ich hart gefeiert auf jeden Fall, also es ist, wie gesagt, Kimo liebt halt diesen Trap-Sound absolut, ne? Auch wenn ich finde, er ist am stärksten eigentlich, wenn er nicht in dem Trap-Sound ist, weil bei dem Trap-Sound verfällt er oft dazu, dass er seine Lines so durchrattert, was zwar gut ist, was auch viel Skill braucht, aber was halt den Hörgenuss ein bisschen schwieriger teilweise macht, vor allem wenn man jemand ist, der versucht, die Lyrics zu verstehen, weil hier waren zum Beispiel einige Sachen drin, die waren echt geil und waren gut geschrieben, ne? Deswegen, ja, aber an sich, Song ist geil, also die beiden Songs waren ja einmal ein Song und dann das Interlude, wobei ich das Interlude, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr mochte, lyrisch und vom Beat her. Aber ja, ich werde mal gucken, ob ich noch was anderes von dem Album mache. Es sind ja, also Geist habe ich gehört, Siedlung habe ich gehört, Interlude habe ich gehört, 216 und Zinnmann, das heißt, wir haben noch sowas wie Nebel, Set, Daimajin, Neuner, Faust, Belly Freestyle. Ich guck mal, ob ich mir da eins von raussuche, irgendwie, was ich mache und dann uploade, ja. Aber falls ihr neu zu diesem Kanal seid, ich rate am Ende immer die Songs, die ich hier angehört habe. Und da das 2 Songs sind, teile ich das auch in 2 auf. Siedlung, muss ich sagen, habe ich ein bisschen weniger gefeiert, aber ich finde, es ist immer noch, Beat und Flow reichen immer noch für 7 von 10 Punkten. Und das Interlude 55 fand ich noch ein bisschen geiler, deswegen dem würde ich, glaube ich, 8 von 10 geben. Ja. Falls ihr das Original sehen wollt, ich tue das in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das angucken. Lasst ein Like da und abonniert den, gönnt euch das Album von Kimo. Absolutes Ausnahmetalent in Deutschland und angenehmer Change in der Landschaft des Deutschraps auf jeden Fall. Ja. Falls ihr irgendwas habt, was ich mir anhören soll, sei es was Deutsches, sei es was Englisches, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin immer offen, mir irgendwas anzuhören und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.